Wir gucken jetzt das neue Video von Ulti. Ulti ist so ein YouTuber, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Einfach ein Ehrenmann in meinen Augen. Seine Partnerschaft wurde entzogen, er macht jetzt quasi Videos umsonst, verdient nichts damit, obwohl er super viel Mühe reinsteckt. Ist ein bisschen traurig, deswegen unterstützt den Bruder. King in meinen Augen. Guck mal, ich gebe jetzt schon mal ein Like, bevor ich überhaupt weiß, was im Video passiert. Er hat die Partnerschaft wieder? Oh, habe ich gar nicht mitbekommen. Cool. Ja, nee, dann mache ich den Like wieder weg, weil jetzt verdient er wieder Geld damit. Let's go. Spaß. Viele Leute denken bei Epic Games nur an... Boah, Leute, wisst ihr, was schlimm ist? Ey, es gibt so eine Sache, die mich übertrieben abfuckt, ne? Ich sage ja relativ oft wild, ne? Und wild ist halt so ein normales Wort, was relativ viele benutzen, weil irgendwie ist das im Trend und bla bla bla. Jedes Mal, wenn ich das sage, ne? Das ist sogar unter meinem neuesten Alblali-Video. Diese scheiß Hübi-Fans, die dann ankommen und sagen, es heißt nicht wild, es heißt wild! An jeden, der das sagt, halt deine gottverdammte Schnauze, es heißt wild. Ist mir scheißegal, ob du David und Hübi guckst. Das juckt niemanden auf der gesamten Welt. Ah, die Fortnite gemacht haben. Tatsächlich verbirgt sich hinter Epic Games aber viel mehr als nur dieses eine Spiel. Epic Games sind unter anderem die Entwickler der Unreal Engine, auf der unzählige Spiele laufen, und jetzt mit ihrem noch relativ neuen Game Store wollen sie es komplett wissen und Steam Konkurrenz machen. Wie Epic Games gestartet hat und zu einem der größten Vertreter in der Videospiellandschaft wurde, gucken wir uns jetzt mal genauer an. Let's go. Ja, das Video könnte man abkürzen, oder? Ja, die haben Fortnite gemacht, sind mega durch die Decke gegangen, jetzt Epic Games den Namen. Eine coole Sache an Epic Games ist, dass das Unternehmen von nur einer Person gegründet wurde, die auch noch bis zum heutigen Tage an der Spitze steht, nämlich Tim. Ja, guck mal, dieser Ehrenmann hat einfach Epic Games gegründet und ist jetzt rich as fuck. Sweeney. Er entwickelte 1991 sein erstes Spiel namens ZZT komplett alleine, was anfangs gar nicht mal so geplant war, weil er eigentlich nur einen Texteditor programmieren wollte. Es entstand aber letztendlich ein Spiel, und es erreichte damals durchaus ein paar Leute wegen der Tatsache, dass das Spiel ziemlich leicht programmiert war. Spieler konnten das Game also relativ easy modden, um daraus ihre eigenen Spiele zu machen, was Tom Sweeney half, seine Firma langsam aber sicher zu vergrößern. Es erschienen über die nächsten Jahre weitere Spiele wie Jill of the Jungle oder Jazz Jackrabbit, und nein, ich habe auch noch nie was von den Spielen gehört. Trotzdem waren die Spiele aber an kleinen Kreisen durchaus bekannt und halfen Epic Games dabei, in der Videospielbranche Fuß zu fassen, um 1998 ihren ersten großen Hit rauszubringen, nämlich Unreal. Unreal ist ein Ego-Shooter, der damals mit Lobpreisungen überschüttet wurde. Für das Spiel an sich, der Story, wie es sich spielt, aber vor allem für die Grafik. Vielen Leuten ist das vielleicht gar vor allem für die Grafik. Die Grafik sieht so geil aus, also nicht mal so klar, aber das hier waren für damalige Verhältnisse mega hochauflösende Texturen. Nee, klar, aus heutiger Sicht sieht das komplett trash aus. Aber damals war das schon so, man hatte einen anderen Blick darauf, sagen wir es mal so. Grund dafür ist die parallel zu dem Spiel programmierte Unreal Engine, was sein Name ist, der ziemlich einleuchtend ist. Definitiv. Epic Games hat das Spiel Unreal parallel zu der Unreal Engine auf den Markt gebracht, was etwas Unreal ist, was Turner, relativ wenige Spieleentwickler machen, da es natürlich riskant ist. Die Engine zusammen mit dem Spiel zu programmieren hat 3 Jahre gedauert, und wäre das Projekt am Ende des Tages ein Fehlschlag gewesen, wäre das 3 Jahre für nichts gewesen. Dem war aber zum Glück nicht so, und das Spiel Unreal, aber vor allem die Unreal Engine, feierten große Erfolge. Die Technik hinter dieser Engine fing sich Lob von renommierten Entwicklern ein und wurde auch direkt in den Folgejahren für große Spiele wie Deus Ex oder Rune benutzt. Das Ding ist nämlich, dass Epic Games immer, wenn ein Spiel auf ihrer Engine läuft, einen kleinen Teil am Spiel mitverdient. Und das sollte im Laufe sorgen, dass sich Epic Games eine goldene Nase verdient. Sie fokussierten sich in den nächsten Jahren darauf, die Unreal Engine immer weiter zu entwickeln und für die nächsten Konsolengenerationen ready zu machen. Auf der Unreal Engine 2 liefen unter anderem große Spiele wie Splinter Cell, Bioshock und das wichtigste fucking Shrek 2. Für die dritte Version der Unreal Engine wollte Epic Games aber wieder was eigenes entwickeln, quasi eine Art Showcase, was die Unreal Engine alles so drauf hat, und schloss sich mit Microsoft zusammen, um das erste Gears of War rauszubringen. Solltet ihr wahrscheinlich kennen, das ist das Spiel, wo Leute mit Kettensägen aufgeschlitzt werden. Kinder, fast bitte noch jetzt wichtiger ist aber, dass die Unreal Engine durch dieses Spiel nochmal heftig gepusht wurde und für zahlreiche große Spiele verwendet wurde, wie Mass Effect, Mirror's Edge, Borderlands, Batman Arkham City, Mortal Kombat, Bioshock Infinite, Ghost Team. Oh, das erinnert mich daran, Leute. Wer von euch hat gestern die Square Enix und die Xbox-Präsentation geguckt? Weil momentan ist ja E3. Und kleine Review, liebe Freunde. Also ich dachte ursprünglich, Square Enix wird so richtig geil und Xbox wird mich überhaupt nicht interessieren. Letztendlich hat Xbox komplett rasiert und Square Enix war Schmutz.
Simulator, Rocket League und noch so viele weitere. 2012 hat das chinesische Internetunternehmen Tencent ca. 48% der Anteile von Epic Games gekauft in einem Wert von 330 Millionen US-Dollar. Tim Sweeney besitzt also nach wie vor die meisten Anteile an Epic Games, das mittlerweile zu den größten Vertretern im Gaming-Markt zählt. Verrückt, dass deren größter Erfolg noch auf sich warten ließ. 2017 ist Fortnite rausgekommen. Ich glaube, ich muss euch nicht erzählen, wie hart dieses Spiel abgegangen ist. Das ganze Internet war voller Fortnite und Online-Persönlichkeiten, die Fortnite-Content gebracht haben, sind förmlich explodiert. Außer ich. Wisst ihr noch, als Ninja mit Drake Fortnite gespielt hat? Oder als Ninja von Lady Gaga hingerichtet wurde? Das war... Oder als Marshmello ein Konzert gegeben hat bei Fortnite? Das war wild. Wilde Zeiten. Allgemein, das komplette Genre Battle Royale ist in der Zeit erst so richtig aus dem Boden geschossen. Bevor Fortnite einen Hype hatte, war ja PUBG der heiße Scheiß. Fortnite konnte PUBG aber Mitte 2018, was den Umsatz angeht, überholen. Ich schätze einfach, weil Fortnite im Gegensatz zu PUBG kostenlos war und allgemein kinderfreundlicher aussah. Allein 2018 konnte Epic Games durch den Fortnite-Erfolg einen Gewinn von 3 Milliarden Dollar erzielen, wodurch sich der Unternehmenswert auf schätzungsweise 15 Milliarden Dollar gehoben hat. Tim Sweeney zog in diesem Jahr instant... Ich mochte Fortnite eine Zeit lang. Also ich habe das gerne gespielt, damals mit Nick und Jengis, hat übertrieben Bock gemacht. Aber es war jetzt kein Game, was ich super lang gespielt habe. Ich glaube, ich habe das so 4, 5, so ein halbes Jahr ungefähr. Ich habe das ein halbes Jahr richtig gesuchtet. In die Liste der 500 reichsten Menschen der Welt ein mit einem Vermögen von ungefähr 7 Milliarden Dollar. Wenn man sich nicht eingestehen will, hat Fortnite auf jeden Fall seine Spuren hinterlassen. Beispielsweise erkennt ja wirklich jeder die typischen Fortnite-Tänze, selbst wenn man das Spiel nicht gespielt hat. So ganz rosig, wie es in der Öffentlichkeit aussah, war es aber hinter den Kulissen nicht wirklich. Echt? Die Mitarbeiter sollen mit extrem harten Deadlines dazu gebracht worden sein, teilweise 70 bis 100 Stunden die Woche zu arbeiten, um Fortnite weiterhin so regelmäßig mit Updates versorgen zu können. Und die Arbeit wurde nicht wenig. Also ich verstehe nicht, warum man noch so eskalieren muss. Aber guck mal, das Spiel ist eh mega erfolgreich. Alle spielen das und dann beutet man die trotzdem aus. Denn 2018 kündigte Epic Games ebenfalls ihren eigenen Online-Shop für Videospiele an, den Epic Games Store. Es gibt zahlreiche Online-Stores für Videospiele, aber es kommt mir so vor, als würde man immer noch mehr. Ja, das verstehe ich. Aber die Sache ist, warum muss man immer noch so tryharden, wenn das Spiel eh gut läuft? Wisst ihr, was ich meine? Aber es gibt leider auch das andere Extrem. Es gibt leider auch die Entwickler von Among Us, die einfach so gar nichts mit dem Spiel machen. Ein Jahr brauchen, um eine neue Map zu erschaffen. Jetzt bald kommen wieder Updates, aber das sind so Updates. 15 Spieler. Wow, hat Otherworld schon länger. Nicht so wirklich verwenden, außer halt Steam. Das Ding ist aber, dass Epic Games nicht einfach so ihren Store auf den Markt gebracht hat und fertig, sondern so ein bisschen tricky war, um Steam möglichst gut auszustechen. Steam erhebt dafür, dass man das Spiel auf ihrer Plattform anbieten kann, eine Gebühr von 30% des Verkaufspreises, was an sich nicht mal ein so ungewöhnlicher Anteil ist. Epic Games verlangt jetzt aber an ihrem Store nur eine Gebühr von 12%. Außerdem fällt die eigentliche Gebühr von Spielen, die mit der Unreal Engine entwickelt wurden, weg, wenn diese Spiele im Epic Games Store erscheinen. Was? Epic Games versteht es darüber hinaus, sich Exklusivrechte zu sichern. Beispielsweise ist Rocket League ja mittlerweile ein Epic Games Exclusive, was halt wirklich crazy ist. Sie tun wirklich alles, um sich Vorteile gegenüber Steam zu sichern. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Epic Games jemals so krass sein wird wie Steam, weil Steam ist das absolute Monopol. Das ist so, als würde sich Unity Media mit Telekom anlegen. Telekoms absolutes Monopol. Sehr schwierig, Steam vom Thron zu stürzen. Und das ist auch nicht wirklich verwunderlich, weil Steam halt wirklich ein Monopol war, was solche Game Stores angeht. Die meisten kennen den Epic Game Store aber wahrscheinlich durch den Fakt, dass sie des Öfteren einfach mal so Spiele verschenken. Da waren teilweise echt große Sachen dabei, beispielsweise war letztes Jahr GTA 5 einfach so kostenlos im Store verfügbar, was bestimmt ein sehr großer Grund ist, wieso der Epic Game Store immer weiter an Popularität gewinnt. Epic Games versucht wirklich den Gaming-Markt zu übernehmen und sie sind auch auf einem immer besseren Weg dorthin. Sie haben sogar versucht, Google Play und Apple Konkurrenz zu machen, indem sie in ihren Mobile Fortnite Vision eine Zahlungsmethode eingebaut haben, in der jeweilige Store komplett umgangen wird und die Zahlung direkt über Epic Games abgewickelt wird. Daraufhin haben Google und Apple Fortnite... Ja, die hatten so... Also Apple und Google sind nicht oft auf einer Seite. Aber das war so ein Ding, da haben sich Apple und Google zusammengetan und haben Epic Games den Krieg erklärt. Einfach aus ihren Stores entfernt. Wie lustig. Ich denke, wir können in der Zukunft noch sehr viel von Epic Games erwarten. Sie sind mittlerweile einer der führenden Konzerne im Bereich der Videospiele. Man hat gesehen, dass hier durchaus das ein oder andere Geschütz aufgefahren wird, um deren Einfluss zu erweitern. Es bleibt also spannend. Sehr cooles Video. Definitiv.